Hallo ihr Lieben, es ist wieder Renate mit dem neuen Brand News Paket, die Coolbox. Die Coolbox von Brand News. Sammy und ich sind schon ganz gespannt, was da wohl drin ist. Sammy, schau mal. Aber das ist nicht so ein schöner Klappdeckel wie sonst. Ja, das hat Sammy auch gerade entdeckt. Ne? Sammy, komm mal gucken. Und Dienchen, komm, leg dich hin, Schatz. So. Die Coolbox, die kommt also immer folgendermaßen an. Da ist also so eine, ist nicht Frischhaltefolie, sondern eine Cool-Folie. Und innen drin sind Gel-Packs, die alles frisch halten. Deshalb darf man das auch nicht an eine Packstation schicken lassen und man vereinbart mit denen auch einen Termin, wann es kommt, damit das Material nicht verdirbt, das Zeug. So, und wenn wir die obere Lage weg haben, dann schaut es so aus. Dann steht hier oben drauf, lieber Nusi, leider kam es aufgrund der aktuellen Ereignisse bei unserem Kunden Ferrero zu einer Lieferverzögerung. Das Produkt Kinder Schoko Fresh wurde nicht rechtzeitig zum Packstart angeliefert und fehlt jetzt leider in deiner Coolbox. Das tut uns sehr leid. Dafür legen wir eine tolle Entschädigung in deine nächste Classic-Box und hoffen auf dein Verständnis. Natürlich haben wir Verständnis für sowas. Es sind ganz harte Zeiten. Meine arme Mama, die 93 ist, versteht das alles überhaupt gar nicht. Die hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt und alles, aber so eine Situation noch nie, eine weltweite Pandemie. Aber auch wenn es ganz schlimm für viele, viele, viele Firmen ist und auch für viele Menschen, ich glaube, die Welt, die Natur, kann man durchatmen. Aber trotzdem, es ist ganz schlimm für uns alle. Ne? So, jetzt stelle ich die Box mal hier neben mich und hole so nach und nach die Sachen raus. Und hier steht dann drin, was die einzelnen Sachen kosten. Fangen wir mal an. Einmal Yakult mit Milliarden Lactobacillus casei spirota Bakterien. So, wie viel sind da drin? Sechs Stück, da war noch... Kleiner Aufkleber. So, das kostet 3,29 Euro. Es sind 6 x 65 Milliliter drin. Und das ist auch nichts Neues. Ist auch keine neue Sorte oder so. Es ist einfach Yakult. Aber man nimmt das immer gerne. Ne? Dann haben wir als nächstes hier Landliebe Vollmilchpudding Kaffee. Klebt der ein bisschen? Nee, ist nur durch die Kälte. Landliebe meine Auszeit. Vollmilch-Pudding-Kaffee-Geschmack mit Landliebe Vollmilch. Haltbar bis 18.04. Also grundsätzlich sind die Sachen immer lange haltbar. Kommen immer sehr frisch an. Da haben wir also Landliebe, meine Auszeit. Vollmilch-Pudding. Schmeckt wie selbstgemacht, steht hier. UVP je 79 Cent. Je 225 Gramm gibt es neu im März 2020. Und da muss noch einer drin sein. Besteht zu 90% aus bester Landliebe Vollmilch von ausgewählten Bauernhöfen. Da muss also noch ein weißes drin sein. Ach ja, hier unten ist es ja. Das ist der Vollmilchpudding Milch. Und der ist kaputt. Oh, da müssen wir gleich ein Foto von machen. Kleinen Moment. Wir fotografieren jetzt mal das Ding und die Box. Und dann schicke ich das nämlich an Brand News und dann bekommt man irgendeinen Ersatz beim nächsten Mal. Aber ihr seht, das ganze Zeug ist tatsächlich in der Box drin. Das wird jetzt noch lustig, das alles sauber zu machen. Aber das machen wir jetzt zuerst mal. Gut, bis gleich. So, da sind wir wieder. So eine Sauerei hatten wir aber noch niemals. Weder bei der normalen noch bei der Coolbox von Brand News. Also alles, die ganze Box von oben bis unten war voll mit Joghurt. Der gesamte Joghurt war von links nach rechts, von oben bis unten, überall verteilt. Wir mussten also hier von dem, wie heißt der Gazi, Grill, von Grill- und Pfannenkäse tatsächlich die Papphülle wegschmeißen. Das ging nicht anders. Ich habe geguckt, man muss in 3 Minuten von jeder Seite in die Pfanne legen und braten oder auf den Grill legen. Ja, ohne Verpackung. Was ist dazu zu sagen? Der kostet 3,29 €, gibt es entweder in Natur, wie der offenbar hier ist, oder als Kräuter, 100% biologische Zutaten. Ja,
Den gibt es neu im April 2020. Wir haben ihn schon. Dann mussten wir auch hier auseinandernehmen. Das ist immer noch unten drunter sehr klebrig. Das ist von Rana Giovanni Rana. Lasagne burrata in Spinat. Ja. Und das war hier so schön drin. Jetzt haben wir das alles einzeln. Wir können es direkt schon sehen. Frisches Pesto, Mozzarella. Auch wie niedlich. Das sieht aber ganz anders aus als der Mozzarella, den man sonst so hat. Aber ist egal. Und da ist auch mal die Lasagne drin. Und die muss man dann selber noch perfektionieren. Es klebt immer noch. Und in 5 Minuten in der Mikrowelle ist es dann wohl fertig. So, was gibt es dazu zu sagen? Ah ja, es gibt auch da zwei Alternativen. Wir haben den grünen. Es kostet 3,99 für 395 Gramm. Gibt es seit November 2019. Und das andere ist mit... Na? Es ist rot. Tja. Anscheinend rote Pesto. Ach so, Bolognese. Lasagne Bolognese heißt das dann. Gut. Ich stecke das mal so da rein. Ah ne, das lege ich nicht da rein. Da ist auch noch immer von dem Pudding was drin. Ich schiebe das mal so ein bisschen rum. So. Ich kann nichts dafür. Das werde ich alles am Brandhouse schicken und sagen, wie es war. Vielleicht schicke ich denn das Video, dann sehen Sie es live. Ne? Dann war da drin, wir haben alles waschen müssen. Kerrygold Butter, 200 Gramm Becher. Mhm. Das sind 200 Gramm, ganz komische Form, ne? Ja, aber so an, 200 Gramm. Diesmal nicht gesalzen, das ist ganz gut mit der gesalzenen. Ist mir nicht so recht, was anzufangen. So, die Kerrygold Butter, 2,39, die ist natürlich auch nicht neu. Die Streichzarte, das Original. Dann haben wir hier zwei Becher von Mein Kuh, also plus Protein, Fitnessquark, hoher Proteingehalt, ohne Zusatz von Kristallzucker, fettarm. Einmal Vanille, einmal Himbeer. Vanille, alles klebt so schön. Und die sind beide, also je 79 Cent, 180 Gramm jeweils. Gibt es offenbar schon länger, steht jetzt nichts, wann es veröffentlicht wurde. Dann haben wir hier zwei Becher, das ist eigentlich total bescheuert, ne? Also es ist Kaffee-Crema Latte, beide mal dieselbe Sorte von Jakobs. Übrigens, wenn man das nachher dann in den Müll wirft, ne, dann macht man hier die Pappe ab. Und die Pappe kommt dann zu Papier und der Becher mit dem Deckel in den gelben Sack. Ja, nur mal so am Rande, weil wohl viele diese Pappverpackung nicht abmachen. Da haben wir also zweimal den Kaffee. Ich bin ganz geschockt über diese Sauerei eben. Die ganze Box schwamm in Milch, Joghurt, Pudding, Gedöns. Okay, zweimal Jakobs Eiskaffee, Kaffeecrema. Je 1,59 für 230 Milliliter aus 100% Arabica-Kaffee und 100% Alpenmilch. Boah, da sind 200% drin. War ein Scherz. Das gibt es im April 2020 neu. Okay, cremig leckere Erfrischung. Werden wir dann sehen. Ne? Dann haben wir ja einmal frischen 100% Dinkelblätterteig. Oh, das ist schön. Von Tante Fanny. Davon haben wir schon verschiedenste Teige gehabt. Die sind echt immer gut. Da braucht man nur ausrollen und irgendwas draufpacken und backen. Das ist echt klasse. So. Tante Fanny. Da unten. 1,99 für 270 Gramm. Ist vegan. Laktosefrei. Und dann kann man also Gemüse oder Obst oder was auch immer reinpacken. Ja, werden wir testen. Dann gab es ja ein Päckchen mit Maultaschen von Bürger. Zwei Päckchen kaufen, eine Tageskarte gratis von Sea Life. Aha. Ich denke, Sea Life hat genauso zu wie alles andere jetzt.
Ach, das finde ich gut. Hier steht drauf, mindestens haltbar bis 14.04.20 und darunter oft länger gut. Ja, was ich immer sage, also das Mindesthaltbarkeitsdatum heißt ja mal gar nichts, sondern nur, dass die Firma garantiert, dass es zu diesem Zeitpunkt in Konsistenz, Geschmack, Farbe und allem anderen genau so ist wie ganz frisch. Danach kann man einfach seinen Augen, der Nase und dem Mund vertrauen. Also gucken, riechen, probieren und meistens ist es dann noch immer gut. Ja, das sind die Maultaschen. Ein kleiner Vortrag über das Mindesthaltbarkeitsdatum. Die kosten 1,49 €. Traditionell schwäbisch kann man entweder in Brühe garen, also warm ziehen lassen, oder rösten. Aha, rösten geht auch. Ja, 1,49 € für 360 Gramm. Dann haben wir noch eine Tüte mit Gartensalat mit Petersilie. Ach, das ist fein. Die sieht auch richtig knackig noch aus. Von Manuel natürlich. Von Natur aus lecker, ohne Konservierungsstoffe. Zu verbrauchen bis 21.03. Und das meinen die dann ernst. Bis dahin sollte man es verbrauchen, denn gerade in diesen Plastikhüllen, da bilden sich natürlich Dinge, die dann nicht rein sollten. So Bakteriengedöns, denke ich mal. Kostet 1,99 € für 150 Gramm und gibt es neu jetzt im März 2020. Die Verpackung ist zu 100% recycelbar. Das ist gut. Ab Mai wird es dann besonders frisch. Die Garantie in nur 90 Minuten vom Feld ins Werk. Sehr gut. Ja, dann haben wir noch zwei Teile drin gehabt. Einmal hier von Proteinella. Käse nach Pasta Filata Art, das ist so eine Art Mozzarella. Viel Protein, wenig Fett. Den hatten wir schon mal, der war ganz gut. Ein Goldsteig, 100 Gramm Abtropfgewicht und zwar hier, Semmer hat eben an meinem Finger den Pudding abgeleckt, den Vanillepudding. Das war toll, ne, Sammy? Proteinella, der kostet 1,19 € für 100 Gramm. Aufs Frühstücksbrot oder im Salat. Dieser Käse kann vielseitig verwendet werden. Es riecht wahrscheinlich noch so lecker nach Vanillepudding. Ne? Ja, geben wir einen schönen Schatz. Dann haben wir noch, das ist das letzte Produkt, einmal Petrella mit frischem Schnittlauch. Der ist echt fein, den hatten wir schon. Einfach ein Stück Brot dazu oder Knäckebrot. Ja, minus Fett plus Protein. Also weniger Fett, mehr Protein haben sie drin. Nun, so wenig ist das jetzt gar nicht. Aber könnt ihr ja selber gucken. Das lege ich mal dahin. Wo ist der Petrella noch? Da, 1,59 € für 125 Gramm. Den gibt es seit Januar 2020 neu. Durch das Plus an Protein eignet sich der leichte Frischkäse für eine bewusste Ernährung. Gut, wenn die das sagen, so steht ja sonst noch was. Die Box heißt, genieße die Leichtigkeit des Frühlings. Als Abonnent, also die gibt es dreimal im Jahr, diese Coolbox. Als Abonnent bei Brand News kann man die günstiger bekommen. Ich glaube 2 € günstiger, als wenn man kein Abonnent ist. Und das lohnt sich eigentlich immer. Wie gesagt, jetzt sollte wohl noch irgendein Kinderprodukt dabei sein, habe ich vergessen welches, was jetzt nicht mehr gekommen war. Dafür ist dann in unserer nächsten Box irgendwas zusätzlich drin. Auch gut. Ach so, und da ist hier noch so ein Code drin, wenn ich also noch eine Coolbox, noch so eine Coolbox haben will, dann kann ich die nachholen für 11,99 €. Ja, weiß ich noch nicht. Jetzt muss ich erstmal das Verdauen, dass dieser Vanillepudding durch die Gegend schoss. Das war echt fies. Alles klebt, aber haben wir alles abgewaschen. Ne? Naja, werden wir gleich dann nochmal machen. Und alles zu Brand News schicken und sagen, hier, das war nicht gut. Also so eine Sauerei hatten wir noch nie. Ich glaube, im Laufe der Zeit hat man vielleicht 3-mal irgendwas kaputt. Aber dass wirklich die ganze Box kaputt, also versaut war. Naja, so schlimm ist nicht. Die anderen Produkte konnte man ja abwaschen und da geht es ja noch. Wobei wir die Pappverpackungen, ist so eine Sache, ne? Da wohl nicht.
Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Bitte haltet euch von Menschen entfernt. Sortiert euch nicht in Gruppen. Passt auf euch auf. Steckt euch nicht an. Es dürfen nicht alle auf einmal krank werden, sonst wird es ganz übel. So viele Betten haben wir nicht in den Krankenhäusern. Also passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.